Ich erzähle Ihnen jetzt ein Drama, da sagen viele: Ach, du Armer. Das willst du machen? Überleg's dir. Gut, es ist von Shakespeare. Der war ja oft ein netter Bubi. Doch das hier ist ein Splatter-Movie. Wenn Sie also, wollen wir mal sagen, vom Magen her nicht viel vertragen und Blutigem nicht so gut trotzen, dann könnte es sein, Sie mögen's nicht. Das Stück ist wie ein Mathe-Test für den, der nicht ganz sattelfest. Als rechne man Sinus statt Cosinus, der Titel ist Titus Andronicus. Und der schlug gerade das Gotenheer, drum haben die jetzt das Tote Meer. Quatsch, haben die jetzt paar Tote mehr. Dann opfert er nach altem Ritus den Prinz der Goten. Böser Titus. Die Römer wählen mich zum Cäsar. Doch kaum verklingt der Tusch der Bläser, überlässt er seinen Kaiserthron des alten Kaisers erstem Sohn. Saturnius heiß ich. Genau. Und ich brauch erst meine Frau. Titus sagt: Nimm doch Lavinia, meine Tochter hier zur Queen Ma. Doch ich lieb schon Bassianus, seinen Bruder. Und na klar muss Saturnius da eine andere nehmen. Ich schmück mit Hochzeitsdiademen die Quotenkönigin. Die Gotenkönigin. Die Gotenkönigin Tamora. Die verliebt in einen Moor war. Aaron. Mit dem ich meine Söhne aus Rache dazu bringe, die schöne Lavinia zu schänden. Ja, sie trennen sie von ihren Händen und schneiden ihr die Zunge raus. Dann sagen beide fälschlich aus: Titus Söhne sind die Täter. Aaron sagt ihm etwas später: Willst du sie retten, deine Spacken? Dann musst du dir die Hand abhacken. Dann wirft er ihm, als er es macht, deren Köpfe hin und lacht. Titus wird zwar schlecht im Bauch, doch er denkt: Das kann ich auch. Tamoras Söhne will ich töten. Er macht's und macht aus ihm Pasteten. Es gibt ein großes Abenddinner. Da kommt's erst schlimm und dann noch schlimmer. Titus tötet erst Lavinia, denn ihre Schmach erschien ja doch zu groß. Er sagt: Tamoras Söhne waren's. Und dann? Na sowas, das hätte ich ja fast vergessen. Ihr seid dabei, sie gerade zu essen. Dann ersticht Tamora er, Saturnius sagt: Ach so, der Herr. Rammt ihm das Messer in die Brust, woraufhin vor lauter Frust Lucius, Sohn des Ex-Titus, ihn tötet, also Exitus. Erst röchelt er, dann wird es leiser. Lucius wird neuer Kaiser. Aaron wird lebendig begraben. Fertig. Will jemand Pastete haben? Antonius heiß ich. Ach, scheiße. Nochmal.